Willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf unserem Kanal von eurem Ascanius und ich begrüße euch zu Watch Dogs 2. So, wir starten auch einfach mal direkt los. Denkt dran, dass du den Schwierigkeitsgrad des Spiels jederzeit ändern kannst. Ja, okay. Wir schauen mal nach, welche Schwierigkeit denn eingestellt ist. Ich muss ja normal spielen. Realistisch, ja. Nee. In Anbetracht dessen, dass ich sowieso nicht treffe, aber wir müssen es auch nicht zu leicht haben, also machen wir mal normal Standard, das hört sich schon mal, ja. Ist nicht ganz der Weichei-Modus, aber ist auch nichts für irgendjemand, der irgendwie spielen könnte. Ja, schauen wir mal. Ladescreen ist ja nichts, was man von Watch Dogs 1 nicht kennen würde, aber ich sag mal, das Spiel geht gerade erst los. Wir akzeptieren das Ganze mal so, wie es ist. Wir sehen ja ein paar nette Robben da unten und irgendwie so ein, ich weiß nicht, was dieses Ladezeichen sein soll. Es könnte sowas sein wie ein Kaninchen. Und ein bisschen Hunger kriege ich auch schon wieder, wenn ich da oben diesen Friedensbagel sehe. Ja, wir schauen mal. Watch Dogs 1 hat mich ja am Anfang ziemlich abgekotzt. Wurde dann aber besser. Ich habe jetzt nicht so viel gelesen, absichtlicherweise allerdings sogar. Bis auf, dass es tatsächlich irgendwie wohl besser sein soll. Aber das sagt man eigentlich immer. Ob es wirklich stimmt, da werden wir uns selber von überzeugen. Wenn denn dieser Ladescreen vorbei ist. Bloom CTOS Server Farm, San Francisco. Was Sie auch gegen mich in der Hand haben, alles erlogen. Und ich lasse mich nicht mehr schikanieren. Ich hoffe, ihr kommt mit. Ja, da bin ich jetzt schon mal sehr gespannt. Ich hoffe, dass das wieder nicht diese... schauen wir mal. Wenn es doof läuft, muss ich die nachher wieder rausschneiden. Und das würde mir ziemlich auf den Sack gehen. Aber wir schauen mal. So, wir können schon mal klettern. Wir haben unser Target, wo wir hin müssen. Warum springt der denn da runter? Was wird denn das jetzt? Naja, gut. Kann ich auch irgendwie laufen? Ja, so. Ich habe auch irgendwie... Naja, ich sehe sehr interessant aus, wenn ich sagen darf. Hier so ein Styler, so mit Cap und hast du nicht gesehen. Aber wir schauen mal. Erstmal sind wir sowieso im Tutorial. Da wird uns nicht so viel passieren, nehme ich mal an. Da ist schon mal die Security. Da ist eine Kamera. Achso, ja, weiterhin gedrückt halten. Zum Hacken. Nudelt nach. Nudlet. Lautsundiät. Okay, whatever. Ja, wie viel die verdienen, das sehen wir immer noch. 108.000 Dollar. Jahreseinkommen. Für so einen Sicherheitsdienst. Nicht so verkehrt, oder? Dafür, dass der hier so ein bisschen durch die Landschaft läuft und nur so eine Serverfarm da bewacht. Eigentlich noch recht easy, ich weiß nur noch nicht. L1 kann ich irgendwas theoretisch tun, aber sollte ich jetzt besser nicht. Ich habe auch nichts zum Schießen oder so, würde ich jetzt vermuten. Was habe ich denn da am Rücken? Ist das eine Tastatur? Ne, das ist so eine Laptoptasche. Mein Ziel ist wahrscheinlich, mich einfach erstmal nicht sehen zu lassen. Achso, drücke Kreis, um Feinde im Nahkampf anzunehmen. Achso, also möglichst nah ran und dann Attacke mit Kacke. Jetzt kommen wir raus aus der Deckung und dann machen wir da mal... Oh, ich hab so ein... Halten nach unten gedrückt, um Ausrüstungsrad zu öffnen. L2 zum Zielen und drücke R2 zum Schießen. So der Klassiker. So, jetzt habe ich ihm gerade seine Knarre abgenommen. Das ist ja ganz nett. Ausrüstungsrad, okay. Beruhigen, beleidigen. Achso, das ist jetzt irgendwie... Hey, verdammt, beruhig dich! Das ist natürlich eine super Funktion, wenn du irgendwo stehst. So. Aber was hat das denn mit dem Ausrüstungsrad zu tun? Ich meine, das ist ja toll, dass ich das kann, aber... Der Sinn ergibt sich mir noch nicht.
Da hinten ist noch eine Kamera. Da können wir gleich mal schauen. Ich weiß auch noch nicht so genau. Ach, da ist der Haupteingang. Ja, das ist natürlich noch einfacher. Da geht's auf jeden Fall rein, ne? Ach, da läuft natürlich auch wieder einer. Wo war denn ein Arbeitsloser? Ah. Der läuft ja quasi zu meinen Füßen da vorne schon fast, ne? Und ich muss da hin, okay. Oh, da sind sogar zwei. Oh, 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 oh. Da runterspringen halte ich nicht für so klug, ne? Ich meine, normalerweise tue ich sowas, aber vielleicht nehmen wir doch einfach die Treppe. Bevor wir uns noch was tun. Wir wollen unseren Typen ja nicht gleich hier im Tutorial umbringen, oder? Naja, schauen wir mal. Okay, der geht wieder weg. Das ist gar nicht so doof. Nicht so schlecht, aber jetzt sind die so ein bisschen weiter auf so einem Haufen. Das ist natürlich aber nice, wenn wir die jetzt hier so geräuschlos loswerden. Ohne dass die... Ja, jetzt aber Attacke. So, das ist doch nett. Jetzt liegt er hier natürlich. Wieso kann ich... Das wäre natürlich viel geiler, wenn ich den jetzt auch noch irgendwie entsorgen könnte. Ging das im ersten nicht? Ja, zu lange her, müsste ich mal wieder in die Let's Plays reinschauen, aber... Ich kann auch die Wagen hier nicht als... Doch, kann ich wohl als Deckung. Das zeigt er mir nur nicht jedes Mal an, wenn ich nicht in Deckung bin. Ja, okay, das macht natürlich... Okay, okay. Das scheint im Moment so ein bisschen abgelenkt, ne? Oh, oh, das war durchaus mutig jetzt. Aber... Oh, oh, der kommt zu mir. Der sollte vielleicht mal zum Arzt gehen. Das ist nicht gesund, wenn man krank arbeiten geht. Was habe ich denn da auf der Karte angezeigt? Da ist irgendwas mit Dollars. Da gehen wir doch mal hingucken. Oh, da gibt's was für mich. Ich weiß jetzt nicht... Ein Fitnessarmband. Yo! Sauber. Und ich bleib dabei. Achso, das funktioniert irgendwie nicht. Also die Ausrüstungsrad links und rechts, das tut's irgendwie nicht. Da kriege ich nur so komisches Düdelü. Und wie gesagt, das ist ja... Ich hätte jetzt so einen Typen auch einfach mal antanzen können, oder? Das ist super für meine Siegesfeier. Das ist top. Der hört jetzt auch nicht auf, zu sagen, oder? Doch. Gott sei Dank hält er doch noch die Schnauze. Drücke R3, um den Datenfluss zum Sicherungsterminal zu verfolgen. Und Dreieck gedrückt, um das Sicherheitsterminal zu deaktivieren, okay? Achso, damit kann ich gucken, wo das hingeht. Ah, achso, das war beim ersten auch so, ne? Das konnte man im ersten auch schon sehen. So. Dann sehen wir, dass es dann da irgendwie hochgeht. Dann klettern wir da mal rauf. Ach, das war der falsche. Umbringen kann ich gerade keinen. R2 klettern, wunderbar. Das ist uns ein bisschen verwirrend, diese Doppelbelegung. Schießen, Tüdelü. Gibt's nicht für jedes eine Taste. Mann, Mann, Mann. No. Dann hacken wir uns mal in die Bude rein hier. Kann ja nicht so schwer sein. Eben QR-Code gescannt und ab geht die Post. L1, um die hackbaren Türen anzuzeigen. Gibt keine. Achso, die macht er jetzt schon direkt mit auf. Das ist ja nett. Ah. Okay. Schauen wir mal. Das ist Zeitverschwendung. Er ist nicht drin. Hab dich. Das ist er also. Er hat eine Knarre. Ist das ein Problem? Also, für Probleme habt ihr doch mich hier, oder? Stopp die Zeit. Ich bin neugierig. Zu spät. Er ist drin. So schnell? Und sag nicht, ich weiß nicht. Ich hab kein... Keine Ausflüchte. Eine richtige Antwort. Ich stehe einfach... Ein Alien? Es ist... Hat hier noch jemand Probleme mit seinem Händen? Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott!
Das ist aber auch schlecht, wenn du nie zuhörst. Habe ich gerade eine SMS gekriegt, oder? Finde den Zugangsschlüssel. Drücke R3, um NetHack einen auszuschalten. Halte 4 gedrückt, um Kameras zu hängen. Ja, mit dem Kameras, das haben wir schon rausgefunden. Da ist eine... Das heißt, das funktioniert also auch, wenn die Kameras nicht in demselben Raum sind wie wir. Das ist natürlich geil. Das ist natürlich top. Achso. Hä? Das bin aber nicht ich, oder? Wer chillt denn hier so rum? Okay. Ich weiß noch nicht, ob mir das viel bringt, mich hier umzugucken. Da bin ich reingekommen, nehme ich an, oder? Sitze ich da wirklich vor der Tür? Wie bin ich denn drauf? Okay. So. Wo war denn die Kamera? Da oben, oder was? Okay. L1 geht schon mal nicht. Finde und beschaffe den Zugangsschlüssel. Achso. Ja, gut, das macht natürlich Sinn. Achso, das ist nur diese Knarre hier. Ja, ja, tüdelü. Hast du einen Zugangsschlüssel? Oh, los geht auch. Cool. Ich bin jetzt bis hier... Ich wollte gerade sagen, da raus, das macht keinen Sinn, ne? Das macht keinen Sinn. Kann ich den auch irgendwie über... Was kann ich hier gerade? Hechten, ah. Cool. Hier hinter der Theke, da ist hier in diesem... Da kann ich auch nur drauf klettern. Okay, wo haben die denn wohl den Zugangsschlüssel hier versteckt? Ich höre jetzt schon die Zuschauer werden jetzt schon wieder sagen, boah, ist der Jung dämlich schon 1200 Mal dran vorbeigelaufen. Ja, habt ihr wahrscheinlich sogar recht. So, das soll ich machen, ja. Dann ist doch, bin ich doch schon mal weiter. So, genau, da kann ich jetzt da... Wäre eine Kamera, das ist wahrscheinlich die, die mich... Ah, ich sitze jetzt da vor der Tür, das sieht... Nee, ich sitze... Doch, ich muss da vor der Tür sitzen, vor dieser Tür, so. Ich drücke jetzt L1, aber das nutzt mir nichts. Oder habe ich die Tür schon, oder ist sie offen? Okay, weiß ich nicht. Ist ein bisschen... Das Problem ist... Ah! Guck an. Kann ich so auch ausschalten. Dann sehe ich ein bisschen mehr. Ist natürlich ganz cool. Ich sehe nur so nicht die Dings. Also muss ich mich hier so... Ah! Gut, das leuchtete auch schon so, ne? L1 hacken. Ja, ich würde ich ja gerne. Kann ich aber nicht. Laptop für Zugangsschlüssel hacken. Ja. Wie? Oder muss ich da irgendwie hinlaufen? Hä? Ich sitze jetzt da hinten. Ich glaube, dabei hier bin ich reingekommen. Da muss ich hin. Achso, ich bin der Arbeitslose, verstehe. So wird ein Schuh draus. So, und ich sitze jetzt eigentlich eine Etage zu niedrig, wenn ich ehrlich sein soll. Oder kann ich den... Aber in diesen Flur komme ich ja auch nicht. Da müsste ich wahrscheinlich da lang. Ich bin jetzt total verballert. Ich würde gerne da raus. Und dann da die Treppe rauf. Sonst gibt's hier gleich Tote, ey. Ja, finde den Zugangsschlüssel, du Pisslappen. Ah. Oh. Entschuldigt, Leute. Entschuldigt, Leute. Ich bin. Ja. Nein. Ich bin. Nein. Nein. Das meine ich jetzt nicht ernst, oder? Doch, meine ich ernst.
Kisten. Ja, das war relativ einfach, wenn man links mit rechts auseinanderhalten kann. Meine Fresse, ist doch nicht mein Ernst, oder? Ist das echt mein Ernst? Scheiße, ey. Ja, sorry, Leute, das tut mir jetzt echt leid. Das ist ganz schön dämlich. So, ich wollte jetzt aber nochmal in diesen komischen Raum mit der Kamera. Naja, gut, ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert. So, nochmal. Jetzt sitze ich ja da vor der Tür und zu der Kamera wollte ich nochmal, weil dann kann ich nämlich jetzt normalerweise... warte mal. Okay. Nach dem Wecker von 2003 ist New York noch immer nervös, aber wenn wir ihnen zeigen können, wie gut sich die Chip-Autos und CityOS 2.0 ergänzen, kann das die Angst vor gehackten Autos und Hackern deutlich senken. Ja, aber deutlich. Ich sag es dir. Nun gut. Geht erstmal raus aus dem hässlichen Modus. Jetzt ist die Tür auf und jetzt kriegen wir die mit L1 auch geöffnet. Ja, kaum drückt man die richtigen Knöpfe, funktioniert das alles. Das ist schon ganz schön bitter. Aber nun gut, man kann nicht alles haben, ne? Und da die Tür ist schon offen, die könnte wir öffnen. Aber wie das immer so schön ist, so geschlossene Türen lasse ich erstmal zu. Weil ich ja theoretisch nach oben muss. Aber ich war der Meinung, ich hätte jetzt gerade eine Tür gehört. Ich muss jetzt... Leute, ich muss mal gerade meine Kopfhörer überprüfen, ob ich die richtig rum drin habe. Bin ein bisschen irritiert. Ein wenig irritiert. Rechts, links, ne. Passt alles. Gut. Dann ist das Spiel vielleicht ein wenig irritiert. Ich weiß es nicht. Gut. Egal, weiter geht's. Jetzt, wie ich weiß, wie ich Türen... öffnen kann kann. Hat noch keiner geschafft? Ja, dann wird's Zeit, hätte ich gesagt. So, das war schon mal ein guter Anfang. Mich stört es immer noch ein bisschen, dass die hier dann einfach weiter rumliegen. So, den wollte ich erstmal weg haben. Ich gehe nochmal nach unten. Ich möchte ja keine Info verpassen hier. Da bin ich reingekommen. Aber schön, dann startet man gleich mit guten Referenzen, wenn man der Erste ist, der sein Deckzeck-Profil gelöscht hat. Respekt, hätte ich gesagt. Ohne es bis jetzt geschafft zu haben, aber ja, das kommt ja noch. Das stellen wir ja nicht in Frage, oder? Was ist denn da unten noch so los? Aber ich merke schon wieder, das Tutorial braucht schon wieder mehr als eine Folge, aber ein bisschen gucken wir uns noch. So, vom Handling her ist eigentlich ganz schön, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das liegt dran, weil ich im Moment grundsätzlich nicht so viel zocke. Aber sonst ist okay. So, mal gucken, wo es dahin geht. Das ist quasi nicht die Richtung, in die ich muss. Aber wie ich gerade schon sagte, ist ja ein Rollenspiel und so weiter. Da muss man ja alles mal erkunden. Und wenn hier irgendwie sowas ist, dann muss doch hier auch irgendwas sein, oder? Ey. Wenn eine Maschine ständig so irgendwie Dampf ablässt, würde ich mir da Gedanken drüber machen, ob dann ich da nicht vielleicht mal einen Techniker zurufe. CityOS 2.0, okay. Jetzt im Moment kriege ich hier nicht sonderlich viel angezeigt. Employees only, ja. Und da darf ich jetzt nicht rein, oder was? Will ich da rein? Ich weiß es ja nicht. Ja, kann doch nicht sein, dass hier gar nichts ist. Habe ich gerade einen Moment Schiss gekriegt? Ich dachte, da schießt einer auf mich. Ja, durch die Tür bin ich ja reingekommen. Ist ja... Blödsinn. Da muss ich ja nichts hin. Okay. Ja, fragen wir mal nicht nach, was das soll.
fragen wir mal besser nicht nach, was das soll. Dann wollen wir uns mal unserem Ziel widmen. Aber wie wir da hinkommen und ob das funktioniert, das schauen wir uns dann in der zweiten Folge an. Hier mit dem CDOS und Ascanius bei Watch Dogs 2. Bis dahin. Ciao.